So, Freunde des Fußballs, insbesondere des Profifußballs, zum nächsten Mal. Das, was ihr Verletzungsprävention nennt, das, was ihr Fußball-Athletiktraining nennt, höchstes Niveau nennt, hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun. Gar nichts. Die Zahlen, die sind eindeutig. Die Verletzungsrate steigt und steigt und steigt und steigt und steigt. Ein Fußballspieler kann alle 3 Tage ein Spiel machen. Was der Klopp und was Tuchel und all die anderen Trainer erzählen, das sind Ausreden. Der Fehler liegt einzig und allein in ihrer Trainingssteuerung, insbesondere in der Methodik des Athletiktrainings. Hinzu kommen natürlich noch fatale Fehler der Fußballspieler, die halt immer noch Spaghetti mit Tomatensauce essen oder sonstige Nahrungsmittel nennt man das, ja. Es ist kein Nahrungsmittel wie Coca-Cola zu sich nehmen, was zum Beispiel Cristiano Ronaldo nie macht. So, aber das macht ja nur einen geringen Teil aus. Und der höchste Teil, das ist die katastrophale Trainingssteuerung und es wird immer zu viel gemacht, überzogen und. Ich erinnere mich, als der Professor Dr. Lochmann bei mir war vor knapp 2 Jahren hier in Tunesien und wir haben mal so meine ganzen Unterlagen durchgegangen, so Trainingssteuerung und so weiter, weil der auch darüber Doktorarbeiten machen will und so. Und da habe ich ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aus meiner Erfahrung. Und ja, siehe da, ich habe ja seit 25 Jahren fast gar keine Verletzten. Ohne Foul habe ich keine Verletzten. Ja, wenn, dann sind es minimale Ermüdungserscheinungen oder waren schon vorher verletzt, die Spieler, die neu zu uns kamen. Ich habe überall die besten Statistiken in allen Ligen der Welt, sind 10 immerhin, ne? Sind alle 10 die besten Statistiken in der Welt und die sind noch alle besser, selbst in Dubai teilweise als Bundesliga, selbst noch besser als Bayern München im Rekordjahr 20, ja? 20 mit Hansi Flick, wo also die Statistiken auch mal auf internationalem Niveau waren, was ja die Bundesliga allgemein nicht ist. Man sieht sogar in der Schweiz, Kollege Martin Andermatt, der hatte da in der zweiten Liga, ist er fast aufgestiegen mit einem Verein, der eigentlich überhaupt keine Chance hätte aufzusteigen, aber wenn man halt 280 bis 320 Sprints macht, also im Schnitt 40, 60, 80 mehr als ein Top-Bundesliga-Verein, dann hat man natürlich auch mit einem Verein wie Schaffhausen die Chance aufzusteigen, den er ja auch nur übernommen hat, ja, aus mehr oder weniger freundschaftlichem Dienst, weil Martin Andermatt müsste eigentlich bei Bayern München trainieren. Das ist der nächste Punkt, ist, dass eben Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von Trainingssteuerung, wie der Nagelsmann, viel zu jung sind, ohne Erfahrung, einen Jupp Heynckes ersetzen wollen oder einen Martin Andermatt und ja, wer auch immer den da hingeholt hat, weiß ich nicht. War wahrscheinlich Brazzo, der genauso gut ausgebildet ist wie sein Cheftrainer in Sachen Trainingssteuerung, ja, und sein Athletiktrainer in Sachen Verletzungsprävention, Reha-Training und so weiter. Wie der Herr Professor Peusch zu seinem Titel gekommen ist, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich so wie der Wirtschaftsminister zu seinem Posten, ja, weil wenn man nur sieht, was der damals gemacht hat mit Robben schon, um die Ribéry und auch hier mit Kollege, wie heißt er, der Lewandowski, der nach Barcelona ist, in der Reha mit einer Knieverletzung, mit Sprünge, Plyometrie, Schlittenziehen und so weiter, auch Thomas Müller. Also unsagbar katastrophal, auch mit Thomas Neuer, Mittelfußanbruch im Sand und Plyometrie, Teststsprünge gemacht auf Kunstrasen und so. Also das ist hochkriminell. Das hat mit Verletzungsprävention nichts zu tun. Das ist das Gegenteil. Das ist Körperverletzung. Und das ist für euch höchstes Niveau. Das ist für euch Bayern München. Das ist der Top-Level. Und das heißt, die anderen sind noch schlechter. Ja? Die anderen sind noch schlechter. Gibt da eins, zwei Ausnahmen. Union Berlin arbeitet relativ gut. Sage ich mal, das ist noch der Einäugige unter den, ist immer noch der König unter den Blinden. Augsburg hat auch noch gute Sprint- und Zweikampfpferde und intensive Meter. Aber international ist es chancenlos. Ne? International ist es chancenlos. Mit meinen Mannschaften kann man das gar nicht vergleichen. Wir sind, als ich Rekordmeister wurde, 2020 in der Wüste bei 42 Grad, wo man rechnen kann, dass 17 bis 23% der Leistung nachlassen, hatten wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit höher als Bayern München, laut BeanSport gemessen und auch mehr Sprints. Und das müsste unmöglich sein, weil die Mannschaft, die hat keinen Wert von 2 Millionen. Gut,
weil natürlich auch die Spieler nicht anerkannt werden, da in Afrika ihren eigentlicher Wert nicht bewertet wird. Aber Bayern München 900 Millionen, fast eine Milliarde Euro. Genauso katastrophal ist es mit Liverpool. Ich habe allen Leuten in Liverpool, ich kenne ja da auch eins, zwei Leute, auch dem Management von Herrn Klopp erklärt, was das Problem ist. Will man mich nicht drauf reagieren? Man holt alle möglichen Leute von irgendeiner Akademie und was weiß ich was. Auch Kollege Schlumberger, der ja auch ganz gut in Sachen Reha-Training ist, aber keine Ahnung hat in Trainingssteuerung, schon gar nicht in dem hohen Niveau, weil Ahnung auch reicht da nicht. Da braucht man Fachwissen, da braucht man evidentes Fachwissen. Ich glaube, das habe ich geliefert, aber ja, vielleicht bin ich halt zu unsympathisch oder zu ehrlich oder keine Ahnung, woran es liegt. Aber Tatsache ist halt, dass das völlig unprofessionell ist. Das ist auch kein höchstes Niveau. Wenn sie mich nicht wollen, im Moor nicht wollen, dann hätte ich wenigstens Pindus gefragt. Pindus dreimal Champions League gewonnen mit Real Madrid, kaum Verletzte, ein Jahr weg. 53 muskuläre Verletzungen, kein Titel geholt. Er hat mit Mailand Titel geholt. Kaum ist er wieder zurück, gibt es keine Verletzten mehr und man ist wieder Champions League Sieger. Also dann hätte ich den geholt. Ja, wenn man sagt, der Mohr, der labert zu viel und der sagt zu viel die Wahrheit, ne? Und dann okay. Ne? Oder ich hätte da von mir aus hier Paco Sarul aus der Rente wieder ausgegraben, der ist da bei der Barcelona Innovation Hub, ne? Und der hätte den ausgegraben, der hat 15 Jahre lang mit egal welchem Trainer die gesamte Welt dominiert und zwar physisch so dermaßen, ist übrigens die einzigste Mannschaft, die besser ist physisch als meine Mannschaften oder immer waren besser und das noch auf höchstem Niveau, alle drei Tage Spiele und was weiß ich, wie viele Hunderte von Titeln die geholt haben, Barcelona, die waren ja unbesiegbar und in den letzten 20, 30 Minuten, so wie meine Mannschaften, haben die alles wegrasiert. Ne? Und ich hatte aber nicht immer Barcelona, ich hatte auch Mannschaften, die im Abstieg bedroht waren, die habe ich auch in kürzester Zeit dahin gebracht. Ich hatte natürlich auch größere Mannschaften, die Top-5-Mannschaften in Afrika hier und die habe ich dann auch zusammen mit den Trainern auch selber eine Zusammenarbeit, ne, zu Rekorden gebracht, Meisterschaften gebracht, Pokalsiege gebracht und mit ganz bescheidenen Mitteln und katastrophalen Bodenverhältnissen, Hitze und Fouls und so weiter. Da gibt's in Deutschland nur rot, 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 rot. Das wird ja nicht mal gepfiffen. Ne? Und entweder bin ich ein Zauberer und habe halt seit 25 Jahren extremes Glück oder die anderen, die sind einfach nur katastrophal schlecht. Und es ist so, man macht diese Skippings und die Gummibänder und zieht Schlitten und Kabel und was weiß ich was. Das hat alles nichts mit Fußball zu tun. Ja, ein Sprint hat irgendwie die dreifache Belastung wie Maximalkraft im Kraftraum. Auch das Doppelte wie Plyometrie. Das heißt, wenn ich sprinte und abstoße, es gibt Messgeräte dafür. Es gibt Messgeräte dafür, die das zeigen. Das habe ich auch alles gepostet, das habe ich auch alles erklärt zu Tausenden. Ich habe auch Trainingssteuerung gepostet, ich mache Ausbildung, ich mache Trainerdiplom, halt Vorträge bei Athletiktrainerkongress und die Leute machen es halt weiter. Ja, die wollen ihre Spieler zerstören anscheinend, keine Ahnung. Ja, die wollen absteigen, Schalke als weiterlaufen, die Wald rum machen, zwei, drei Einheiten am Tag, Stuttgart mit diesem Wahnsinnigen da, ja, dieser andere Athletiktrainer, der Feldwebel, der alle verletzt. Die haben noch nicht mal ein Athletiktrainer-Diplom, überhaupt keins. Ja, die sind irgendwie, ja, Feldwebel, Tennislehre, Surfboardlehre, Exos-Trainer, alles nur kein Fußball, Athletiktrainer-Diplom, was überall in der Welt Pflicht ist, selbst hier in meinem Heimatland Tunesien, ist es Pflicht seit 10 Jahren, das ist eine Kopie von der französischen, die ist relativ gut, kann man sagen, die ist auch schon 10, 15 Jahre überholt, aber immer noch 10-mal besser als alles, was man in der Bundesliga macht. Und ihr wollt es nicht begreifen, ihr wollt es nicht akzeptieren, ihr wollt es nicht wahrhaben. Das ist aber die Realität und ich habe das ja alles dokumentiert, alle Zahlen auch im Vergleich zu Belgien, zu Frankreich, zu Italien, zu Spanien, zu Premier League. Und in der Premier League, wer ist da katastrophal? Die zwei Deutschen, Klopp katastrophal und Tuchel katastrophal. Ja, also typisch deutsches Training, deutsche Mentalität, Laktattest, Rundenlaufen in Turnschuhen, was die da alles gemacht haben, Kraftraum der Vorbereitung, Liverpool, FC Liverpool. Ja, also nicht irgendwie FC Schwabenhausen oder was, Liverpool, spielen Champions League. Die haben komplett die Mannschaft ruiniert. Und da ist keiner in der Lage, das zu ändern. Und keiner ist auch in der Lage, jemanden wie mich oder den Pintos zu fragen, wie man es besser macht, wie es geht.
weil sie Ego-Probleme haben, weil sie eben nicht professionell sind, weil es Amateure sind. Es sind Amateure. Das sind Leute, die haben Komplexe und überhaupt kein Niveau. Warum die bei Liverpool arbeiten und ich hier, während ich hier zu Hause sitze, das weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung. Habe ich nichts mit zu tun. Ist nicht mein Fehler. Ich habe meine Leistung gebracht über die Jahrzehnte weg. Und wenn die Leute das nicht wollen, das ist nicht mein Problem. Es tut mir leid. Ja, also kann ich nichts für.